Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, mal schauen, wie ich das Video nennen werde. Ich habe noch keine Ahnung, weil die Pflicht für die Kooperation ist vorbei. Aber heute Nacht kam mir noch eine Idee, die ich umsetzen musste. Zwar mit diesen Stempeln von Globalent. Den habe ich benutzt. Ich weiß nicht, ja, seht ihr? Ich zeige das euch trotzdem nochmal, die Nummer. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das Ganze nennen werde. Und zwar schaut die Karte so aus. Ja, die Idee kam mir eben heute Nacht und ich musste das gleich umsetzen, weil sonst ist die Idee wieder weg. So, ich brauche erstmal ein Kartenrolling in den Maßen 14,5 mal 21. Und auf der langen Seite faltet sich das bei 10,5. Dann brauche ich einen Aufleger in den Maßen 10 mal 14. 10, 14, gut. Dann tue ich mir schon mal den Kartenrolling falten. Dann nehme ich mir den Aufleger. Dann nehme ich mir die Farbe Mustazid. Und ja, gestalte mir hier so eine Art Mond. Das ist jetzt auch nur Pi mal Daumen, das hat überhaupt, also ne, ihr seht, ich benutze kein Stencil oder dergleichen, sondern einfach nur, ja, meine Schwämmchen. Dann nehme ich als nächstes Tumbled Glass. Und versuche so diesen Zwischenraum zwischen Mond und ja, der dunkel werdende Hintergrund aufzufüllen. Warum tue ich denn darüber? Ich bin Rechtshänder. Ich lege mir die Sachen immer links hin. Keine Ahnung warum. Manchmal denke ich halt einfach nicht vor 12, verbiss mir doch. Als nächstes nehme ich die Farbe Mermaid Lagoon. Und lasse immer noch so ein bisschen Platz dazwischen, sodass quasi eine Art Verlauf entsteht, so ein Ombre-Effekt. So, dann nehme ich nochmal das helle Blau. Versuche jetzt das nochmal so ein bisschen zu verblenden. Von dem hellen Blau ins Dunkelblau. Und als letztes nehme ich Chip Saphir. Keine Ahnung. Ich kann die irgendwie nicht richtig aussprechen. Ja gut, mein Englisch ist ja sowieso nicht das Gelbe vom Ei. Not the yellow from the egg oder so ähnlich. Mal schauen, ob ich dann noch ein Video vorbereiten kann, weil ich wollte unbedingt mit den anderen Stempeln noch was machen. Habe ich ja gesagt. Aber mein Tag ist immer so relativ kurz und da schaffe ich nicht wirklich viel. Wobei ich heute noch ein paar ETCs gemacht habe. Eine kann ich euch gleich zeigen, weil die ist der Karte nach dem Pumpen. So. Ich glaube,
groß verblenden brauche ich da eigentlich nicht. Das sieht schon relativ gut aus. Machen wir es trotzdem mal. So. Dann nehme ich mir die Wasserfarben hier vom Action und einen Wassertankpinsel. Da habe ich einmal keine Ahnung, ob die Farben noch stimmen. Nee, so rum. Da habe ich dann einmal Gold und einmal Cooper genommen. Das Set ist auch schon älter. Aber die sind ja echt ergiebig, wenn man da unbedingt damit schweinst. So, dann einmal das Cooper. Gut. Ich hoffe, mein Speicher hält noch durch. Weil da sind jetzt noch 3 Videos auf dem Speicher. Muss ich mal gucken. Ich habe sie zwar schon hochgeladen, aber ich muss ja noch mal Probe gucken und alles. So. Jetzt föhne ich das Ganze mal schnell. So, ein paar Tropfen wollten jetzt gar nicht trocknen, aber jetzt lasse ich sie nochmal kurz liegen, in der Zeit schon mal weiterarbeiten. Und zwar diesen Spruch, dieses Hello, warte, wo ist es? Da, das Hello, das ist aus dem Stempelset. Und zwar zeige ich euch, wie das funktioniert. Ich habe mir jetzt hier ein Stück Cardstock zurechtgeschnitten. Das hat die Maße... Oder soll die Maße 4,5 mal 3 haben, glaube ich. Also 4,5 definitiv, das weiß ich noch. 2. 4,5 mal 2. So groß ist der Schriftzug Hello. Ach ja. Den haben wir da aufgezogen. Schon mal ein Bossing-Party drüber. Und dann nehme ich ein Stück Klebestreifen und klebe mir den unteren Teil ab. So, dass nur noch das Hello übrig ist. Dann nehme ich mein Embossing-Stempelkissen, ziehe mir das wieder ab und stempel. Und dann habe ich eben das Hello. So. Ich habe zwar ein wenig gepatzt, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Also ich habe es nicht ganz sauber gearbeitet, aber es ist nicht tragisch. So, das werde ich auch kurz föhnen.
So. Derzeit trocknet nämlich noch alles. Ich meine jetzt den Hintergrund. Und ich kann da mal wieder ein wenig aufräumen hier. Na? So, das Kissen weg. Das Pulver wieder weg. Der Stempel kann auch wieder weg. So ist dann alles wieder an seinem Platz. Da hatte ich vorher noch einen Stempel drauf. Der kann auch wieder weg. Aber was weg ist, ist weg. So, das dürfte jetzt soweit abgekühlt sein. Ein Feuchttuch. Welcher mit Bossing Buddy? Dürfte es jetzt auch soweit getrocknet sein. Dann klebe ich das schon mal auf die Grundkarte. Ja, dann fliegt es mir schon nicht weg. Okay, Kamera läuft noch. Ja, Kamera ist auch richtig rum. Gott sei Dank. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, die Badezimmertür ist zu und die Katze muss aufs Klo. Ne, Badezimmertür ist auf. So. Dann habe ich hier drei Wolken ausgestanzt aus Vellum. Vellum. Da muss ich immer an den Film Venom denken. Ich weiß nicht warum. Da nehme ich meine Klebemaus, weil das mitzieht man es am wenigsten. Dann klebe ich mir die da so hin. So ein bisschen verteilt. So. Dann hier meine Maus. Da mache ich jetzt 3D-Pads drauf. Das seht ihr, das hätte ich auch schon machen können. Aber egal, das geht ja relativ schnell. So. Ich versuche jetzt gar nicht laut zu reden, weil meine Kleine möchte schlafen. Dann habe ich hier so Sterne ausgestanzt. Fragt mich nicht, wo die her sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so viele Stanzen, dass ich das teilweise gar nicht mehr weiß, wo die her sind. Da ich mir das ja sowieso nicht aufschreibe, wo welche her sind. Und mir das persönlich auch egal ist. Ich kaufe das, was mir gefällt und nicht, weil ich einer Marke hinterher renne. Wisst ihr, wie ich meine? Schau nur, meine Inspirationskarte. Ich glaube, die muss ich weiter höher machen, der passt da so nicht. Wobei, jetzt kann ich schön radieren. So, jetzt sind sie ein bisschen besser verteilt. Dann kann ich das Hello auch schon mal aufkleben. Dann ist das auch schon mal, fliegt nicht mehr rum. Und dann stanze ich mir noch das Magic einmal aus. Das stanze ich jetzt wirklich so aus, weil das hat einen I-Punkt und ich habe keine Lust, dass mir das abhaut. Ich glaube, das ist aus einem Action-Set, wenn mir nicht alles täuscht.
gesagt, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe so viele Sachen. So. Okay, I-Punkt ist da. Jetzt brauche ich erstmal das Board. Der I-Punkt ist immer noch da, sehr schön. Das klebe ich mir jetzt einmal da auf. So, musste schnell einen Schluck trinken. Weil es war ganz trocken. So. Ein Pünktchen Kleber hin. Da ist mein Punkt. Und dann ist eigentlich die Karte schon fertig. Finde ich echt süß. Ich mag die Stimme von Globalet. Immer noch. Da wird sich jetzt auch erstmal nichts ändern. Ja, das war's. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ah ne, ich wollte euch noch die ATC zeigen. Ist natürlich inspiriert. Ja. So, aber jetzt, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.